Auch heute wieder haben wir eine richtig geile SBC bekommen, und zwar eine Future Stars Wiedersehen SBC. Wir haben gleich einen Player Pick, wo wir 4 Spieler bekommen, uns einen aussuchen können, und es kann irgendeines Battle Card sein. Eine Adidas Promo Karte, eine Freeze Fire Karte, eine Champions League Karte, es kann eine Tony Nomine sein, es kann so gut wie jede Special Karte sein, irgendeine. Viel Scheiße dabei, viel Gutes. Ich bin mit dem, was ich gezogen habe, sehr, sehr, sehr zufrieden. Vor allem mit dem Ronaldo ist das eine sehr linkbare Karte. Was ich bekommen habe, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen rein in meinen Wiedersehen Player Pick. Und rechtsklick! Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir sind im Future Star Event und es wird immer geiler, der Content, Jungs. Was ist heute gekommen, was jetzt so besonders ist, Jungs? Wir haben eine SBC bekommen, und zwar ist das so eine, ja, also die heißt hier Future Star Wiedersehen Spielerwahl. Wir haben hier gerade auf dem Titelbild Haaland, Tony Nomine, den De Jong Champions League Karte, den Adidas João Felix, Vinicius Junior Headliner und den Valverde Fire bzw. Freeze Event Karte. Das heißt, wir haben jetzt einen Player Pick, wo wir anscheinend so eine Special Card nochmal bekommen. Also irgendein Tony Nomine ist dabei, eine Champions League, eine Adidas, wie man es halt hier eben sieht, Jungs. Die SBC habe ich natürlich gemacht bzw. jetzt eingesetzt. Ich werde das Ganze abgeben. Es ist ein Player Pick, ja. Und zwar einer von 4 FS Wiedersehen, ja? Also Future Star Wiedersehen. Irgendeine Special Karte, denke ich mal, wird es jetzt sein. Wir brauchen ein 85er Rating mit 2 Informs. Sie ist relativ gut, das ist der Bruno Fernandes, ist relativ gut, dass ich den hier abgebe. Ja, ich spiele ihn aber nicht, deswegen scheiß drauf. Und den roten Phil Foden. Ich will aber mein komplettes rotes Team sowieso nächste Weekend League, wenn ich dann die 11 Spieler habe, abgeben. Da habe ich dann 12, das heißt, einen kann ich mit abgeben. Und das wird einfach der Phil Foden, damit ich auf Rating komme. Das gebe ich jetzt so ab. Nichts dabei, was ich spiele. Also, ja, kann eigentlich weg. Wir bekommen jetzt einen Player Pick, Jungs. Der letzte Player Pick war dieser SBC Player Pick. Und da haben wir einen CR7 POTM gezogen. Ich hoffe, ich habe nicht mehr alle Special Karten im Kopf, ne? Aber einen Salah Tony Nomine wäre geil. Oder einen Vinicius Junior Headliner. Das sind so die Karten, die mir gerade einfallen. Es gibt noch viele andere. Wir gehen rein. Wir haben jetzt in Spielerwahl einen von 4. Es kann Firotze dabei sein. Wir labern nicht. Wir gehen rein mit der passenden Musik, Jungs. Ab geht's. Bitte. Gönn. Komm. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mitziehen soll. Tapso. Also ist nichts Krasses jetzt dabei. Der Sancho passt eigentlich. Also Reyna sieht ganz gut aus von den Stats. Der Sancho passt eigentlich perfekt bei mir rein, weil ich will meinen Flügel upgraden. Ich habe jetzt da Dings stehen. Okocha. Und der würde ja perfekt passen, so vom Linken mäßig her, zum Ronaldo. Deswegen, ich weiß nicht, wie teuer die gerade sind. Aber scheiße auf den Preis, ich nehme den Sancho mit. Sancho könnte noch Upgrades bekommen. Deswegen, Tapsoba hatte ich immer gehabt, Neuhaus auf keinen Fall, Reyna... Auch wenn das cool aussieht, die Karte. Ich nehme den Sancho mit. Bin ich zufrieden oder nicht? Ich habe wahrscheinlich mehr abgegeben, wie er am Ende wert ist. Der wird nicht viel kosten, denke ich. Okay, der kostet doch noch. Also 50.000 so ungefähr. Okay, 50.000? So 70? Ne, 50 habe ich auch gesehen. Ne? So ein bisschen, also über 55. Sagen wir mal so 55.000 ist auf jeden Fall wert. Ist okay. Ich musste nichts einkaufen. Bruno Fernandes, okay. Habe ich aber eh, konnte ich nicht einbauen. Ich habe zu viele Mittelfeldler. Ich wollte sowieso einen neuen RM haben. Den Figo wäre natürlich besser auf RM oder in den Best. Aber den kann ich auf jeden Fall auch erstmal in der Weekend League safe spielen. 5 Sterne hat er ja Skill. Nehmen wir mit. Ich bin zufrieden. Die SBC waren okay, Jungs. Was habt ihr gezogen, wenn ihr es gemacht habt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mal oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich bald zurück hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann. Haut rein. Aber nicht im Gesicht, denn... Das tut weh. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell: Tippe, 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 tippe. Ade, auf Wiedersehen.
wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Fülle, Fülle, das wie Danja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.